Hallo liebe Katzenfreunde, wie kann ich meine Katze erziehen? Ich selber bin Kirsten Schulitz, Katzenhomöopathin und Katzenpsychologin und Autorin von Katzenratgebern. Also, wie kann ich meine Katze erziehen? Manch einer sagt, eine Katze kann man nicht erziehen. Und da ist nämlich schon mal ganz, ganz viel dran. Je mehr Verbote die Katze hat, umso weniger wird sie ein Leben führen im Sinne einer Katze. Denn in der Natur einer Katze liegt es, dass sie selbstständig ist, dass sie ihren eigenen Kopf hat, dass sie macht, was sie will. Genau das ist ja das Tolle an einer Katze, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit ist, so wie wir Menschen auch. Man kann durchaus aber Katzen erziehen, aber es sollte sich in Grenzen halten. Man darf ihr keinen Willen aufzwingen. Je mehr Verbote eine Katze hat, also je mehr sie nicht darf, umso weniger ist es ein Leben im Sinne der Katze. Sie wird sich dann eher unwohl fühlen, nicht glücklich sein oder sie macht gerade alles das, was sie nicht darf, denn genau das macht ihr Spaß. Ihr könnt eure Katze erziehen im Rahmen. Erlaubt ihr so viel wie möglich. Und die eine oder andere Sache, die sie nicht darf oder die sie lernen soll oder die ihr nicht wollt, das könnt ihr ihr beibringen, das zu verstehen. Ansonsten, wenn man sagt, ich möchte, dass meine Katze dies macht, jenes aber nicht macht, dass sie gehorcht, dass sie pariert, dass sie so ist, wie ich sie will, wäre mein Rat, bitte holt euch keine Katze. Entweder gar kein Tier oder holt euch einen Hund, der macht Sitzplatz, der hört auf Kommandos etc. Aber eine Katze ist immer eine eigenständige Persönlichkeit. Jetzt zu den Möglichkeiten, wenn die Katze doch das eine oder andere lernen soll oder auch nicht tun soll. Am einfachsten ist dies, wenn das Ganze im Sinne der Katze ist. Wenn sie also selber einsieht, jo, finde ich gut, finde ich toll. Ganz einfaches Beispiel, die Freigängerkatze soll immer mittags gegen 1 Uhr reinkommen. Dann ruft ihr jeden Mittag um 1 Uhr eure Katze draußen. Die Katze kommt, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten oder dritten Mal, und sie kriegt Futter. Die Katze lernt also, wenn Frauchen mich ruft, um 1 Uhr bin ich schon mal in der Nähe, Frauchen ruft, ich komme rein und es gibt Futter. Und sie wird kommen, weil sie will ja was essen. Ganz einfache Übung, eine Anerziehung im Sinne der Katze macht sie in der Regel mit. Das funktioniert genau dieses Beispiel bei mir mit 8 Katzen hervorragend. Um die Mittagszeit, und die ist bei mir nicht Punkt 1 Uhr, die schwankt von bis, je nachdem, was ich zu tun habe, sind die alle schon in der Nähe. Ich brauche gar nicht auf die Uhr gucken, ich sehe an meinen Katzen, aha, Mittagszeit kommt. Und dann rufe ich, habba habba, und dann sind alle drin. Das funktioniert jeden einzelnen Tag. Es gibt mal Ausnahmen, natürlich, Freigänger. Wenn die nun gerade eine arme Eidechse draußen quälen, dann geht das vor. Danach kommen die aber, auch diese eine Katze. Das war ein einfaches Beispiel. Andere Geschichten sind ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel, die Katze soll nicht am Sofa kratzen. Ist eine verständliche Geschichte. Nun liegt es aber in der Natur der Katze, dass sie ihre Krallen abwetzen muss. Das heißt, ihr müsst der Katze eine Alternative bieten, wo sie ihre Krallen abwetzen kann. So zum Beispiel ein super toller Riesenkratzbaum mit ordentlich Kratzmöglichkeiten. Kratzt sie dann am Sofa, sagt ihr lieb, aber nett und bestimmt nein. Macht ihr vielleicht mal vor am Kratzbaum kratzen und wenn sie dann am Kratzbaum kratzt, dann lobt ihr sie. Hey, toll, hast du fein gemacht. Nun soll es vorkommen, Mensch hat ein tolles Sofa, Katze soll nicht dran kratzen, macht es doch. Der Mensch kauft ihr einen super Kratzbaum, da kratzt sie aber nicht dran. Da sind wir wieder bei, Katze ist halt Katze, hat ihren eigenen Kopf. Eine Möglichkeit ist, man kauft sich gar nicht erst ein teures Sofa und diese Erziehungsmethode ist dann obsolet, das Sofa wird zerkratzt. Oder aber, ihr versucht mal, ich sage jetzt mal einen ollen Sessel zu kaufen, an dem die Katze kratzen darf. Dann hat sie ihren Willen, ich kann am Möbelstück kratzen, da darf ich das, am anderen Sofa aber nicht. Ganz wichtig in der Katzenerziehung ist Geduld.
Nicht sofort entmutigt sein, wenn was funktioniert, sondern immer Alternativen bieten und sie loben, wenn sie es richtig machen. Ihr könnt das Lob verstärken mit einem Leckerli. Vorzuziehen wären hier gesunde Leckerlis, also zum Beispiel Trockenfisch oder ein Stück Käse. Ich merke aber, dass das Lob von uns Menschen, wenn die Katze merkt, hey, das hast du toll gemacht, das freut mich super, das reicht schon. Meine Bonnie steht dann so vor mir, die freut sich ihres Lebens. Andere typische Situation, viele Katzen dürfen nicht auf den Tisch. Und die Katze hüpft überall rum, warum soll sie nicht auf den Tisch? Ihr müsst euch immer versuchen, in eure Katze hineinzuversetzen. Die ist ja kein Mensch. Die ist eine Katze mit den Instinkten und der Natur einer Katze. So, sie wird dafür überhaupt kein Verständnis haben. Sie wird nicht nachvollziehen können, warum. Das muss euch klar sein. Sie muss jetzt lernen, das möchte mein Mensch nicht. Und dann sind wir bei dem Punkt, wenn sie sonst alles darf, aber dieses eine nicht, dann wird sie dieses eine akzeptieren, dass sie nicht auf den Tisch darf. Das ist wieder eine Geduldsprobe, eine Geduldsübung. Das heißt, die Katze springt auf den Tisch. Ihr sagt nein, die Katze guckt euch an. Ihr setzt die Katze runter. Nächstes Mal, sie springt auf den Tisch, ihr sagt nein, runter. Nur mit Kommando. Die Katze springt irgendwann mal, wird nicht beim ersten Mal sein, tatsächlich runter. Dann lobt ihr sie. Und gerne wieder mit einem Leckerli. Also wieder und wieder mit Lob arbeiten. Anfangs mit einem Leckerli, aber nicht nur mit einem Leckerli arbeiten, denn sonst findet die Katze das toll. Dann hüpft sie bewusst auf den Tisch, weiß, jetzt kommt das Kommando nein runter. Sie springt runter und kriegt ein Leckerli. Dann habt ihr diese Übung ohne Ende. Also mehr mit Lob arbeiten, nur am Anfang mit Leckerlis zur Verstärkung, wenn überhaupt. Funktioniert das nicht so einfach, zum Beispiel mit dieser Tischübung, wo die Katze eben nicht versteht, was soll das, ist sehr hilfreich, der Katze sofort eine andere Alternative anzubieten. Das ist jetzt nicht der zweite Tisch, kann man auch machen, darfst auf diesen Tisch hüpfen, aber nicht auf den, so wie bei dem Sofa. Aber da war das mit dem Natürlichen, sie braucht die Kratzmöglichkeit, das haben wir hier ja nicht. Die Katze hat hier eine andere Sichtweise. Hier hilft zum Beispiel mit der Katze zu spielen. Das heißt, komm, hüpf runter, wir spielen. Und dann bieten sie ihr unten auf dem Boden ein Spiel an. Oder sagen, komm, wir gehen raus, Terrassentür wird geöffnet, gehen mit ihr raus. So lernt sie auch eine Alternative kennen und dass auf den Tisch springen gar nicht so lustig ist. Also mit Geduld der Katze nach und nach etwas beibringen, ihr immer Alternativen bringen und ganz viel mit Lob arbeiten. Ganz wichtig ist die Geduld, ganz wichtig ist nicht auszurasten, also bitte nicht schimpfen, nicht brüllen, schon gar nicht schlagen oder ähnliches, denn dann kriegt ihr entweder eine verängstigte Katze oder eine aggressive Katze und das wollen wir natürlich sowas von gar nicht erreichen. Selbst wenn ihr sagt, oh, verdammt, diese Katze ist schon wieder auf meinem Tisch, ganz kurz, runterfahren, hopp runter, zum Kätzchen sagen, ist sie unten, loben. Jetzt klingelt das Telefon, ich möchte aber gerne weiterdrehen, ich versuch's mal. Ich bin schon am Ende. Viele, viele weitere Informationen über ein glückliches Leben mit unseren Katzen findet ihr auf allen meinen Internetseiten, insbesondere auf katzenportal.net und natürlich in meinen Katzenbüchern, hier jetzt insbesondere mein Buch Ganzheitliche Katzenfibel. Ich hoffe, ich konnte euch auch hier gut weiterhelfen mit eurem Kätzchen. Alles Liebe, Schnurr, Schnurr, Miau, eure Kirsten Schulitz.